Hallo meine lieben Freunde, heute möchte ich euch darauf hinweisen, dass in diesem Jahr 2018 fünf Finsternisse am Himmel erscheinen. Und zwar drei Sonnen- und zwei Mondfinsternisse. Die zweite Sonnenfinsternis war am vergangenen 13. Juli 2018. Und die dritte partielle Sonnenfinsternis erleben wir am 11. August. Sie ist in Nord- und Osteuropa, zum Beispiel Grönland, zu sehen. Doch für diesen Monat Juli möchte ich euch auf die nächste totale Mondfinsternis vorbereiten. Sie ist am 27. Juli 2018 und ist sichtbar in Deutschland und im restlichen Europa. Sie ist die längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Diese Mondfinsternis wird als extrem kritisch eingestuft, da sie die Kraft der Zerstörung hat. Es ist ein Monat, der Juli, der von schicksalhafter Bedeutung ist. Die Mondfinsternis geht teilweise schon verdunkelt auf, was abhängig vom Wohnort ist, und beginnt am Abend des 27. Juli um ca. 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dabei taucht der Mond in den Kernschatten der Erde ein und erscheint als rötliche Scheibe am Nachthimmel. Die Mondfinsternis bildet sich im Sternzeichen Wassermann, wo auch der Mars sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Das bedeutet, dass der Monat Juli für die Menschheit sowie für unseren Planet Erde es zu Gewalt und Naturkatastrophen kommen kann. Nichts, aber auch gar nichts, sollte übers Knie gebrochen werden. Die Dauer des Geschehens dieser extremen Mondfinsternis wird etwa 2 Stunden sein, und zwar nach dem Mondaufgang gegen 21 Uhr. Bis zur totalen Finsternis wird es 1 Stunde dauern. Dabei tritt der Mond sehr tief in den Kernschatten der Erde ein. Und die totale Verdunkelung wird ebenfalls etwa 1 Stunde dauern. Astrologen haben eine Zeit von 1 Stunde und 43 Minuten errechnet. Fast zeitgleich kommt der rückläufige Merkur in der Zeit vom 26. Juli bis 19. August 2018 hinzu, was den Menschen das Leben erschweren kann. Und das bedeutet, es kann zu häufigen Missverständnissen kommen oder Verabredungen scheitern, Einschränkungen von Kommunikationen oder der technischen Geräten. Sie sind störanfälliger. Und es fällt schwer, bei Auseinandersetzungen die richtigen Worte zu finden. Lernfähigkeit und logisches Denken werden herabgesetzt. Es kommt zu vermehrter Unkonzentriertheit. Verträge sollten nicht abgeschlossen bzw. unterzeichnet werden. Also, Geduld, Besonnenheit, Ruhe und Zeit sind hier gefragt, denn der Mars spielt auch noch aggressiv mit. Die Sternzeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann sind am meisten betroffen. Sie können sehr leicht ausrasten, sind schnell auf 100. Von diesen Sternzeichen ist besonders Geduld gefordert, wenn der Vollmond mit seiner Finsternis sich zeigt. Versucht, gelassen zu bleiben. Versucht, zu meditieren. Das hilft. Alle anderen Sternzeichen gehen gelassener mit dieser Situation um. Über die letzte Finsternis, der Sonnenfinsternis im Monat August, hört ihr demnächst. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.